Herzlich willkommen zu Transfermarkt TV. Heute stellt Björn Lindemann, Spielmacher des VfL Osnabrück, seine persönliche Traumelf vor. Ja, hallo, ich bin Björn Lindemann vom VfL Osnabrück und zeige euch hier meine Wunschaufstellung. Im Tor Timo Ochs, damals mit 96 bei uns zusammengespielt, war immer ein guter Torwart. Und da er jetzt arbeitslos ist, gebe ich einen Job in meiner. Das passt schon. Innenverteidigung natürlich Nicke. Mitspieler von mir bei Osnabrück, geiler Typ, der muss spielen. Nick, oh, ich schreibe schon falsch, er wird mich umbringen, aber egal. Neben Mertesacker, auch in der A-Jugend zusammengespielt, hat viel von mir gelernt, sich gut entwickelt, deswegen darf er auch bei mir spielen. Links hinten Jan Tauer, alias Jesus. Spielt auch mit mir gerade zusammen, schwedische Legende, der muss einfach spielen, weil er auch der einzige Linksfuß ist, den ich kenne. Rechts hinten Koka Engel. Eine russische Maschine brauche ich immer in meiner Mannschaft und spielt jetzt halt auch bei uns ganz ordentlich. Auf der 6 Enis Alushi, gefährlicher Albaner, aber für mich einer der besten Fußballer, mit denen ich zusammengespielt habe, muss ich wirklich sagen. Und darum gehört er da auch hin und muss mich absichern, weil ich da vorspielen werde. Kennt vielleicht einige von euch. Links Mittelfeld Daniel Brückner. Eigentlich auch ein Spieler, der gar nicht in der zweiten Liga zu suchen hat. Aber na gut, kann man nichts daran ändern. Rechts im Mittelfeld Sören Brandy. Auch ein guter Kumpel von mir aus Paderborn, spielt immer noch da. Und für 30 Minuten an der Luft, danach muss er leider ausgewechselt werden. Vorne drin Dome Kumbela. Die schwarze Perle. Für Tor immer gut. Und natürlich Pavel Dobry. In Kiel mit ihm zusammengespielt und für mich einfach ein tschechischer Knipser. Aber ein bisschen in die Jahre kommen. Ja, aber so sieht es zumindest auch in der Wunschmannschaft. Vielen Dank, Björn Lindemann. Hallo Timo, hallo Jan. Ja, da hat er sich mal eine schöne Kumpel-Elf zusammengestellt. Viele Leute vom SC Paderborn und von seiner jetzigen Truppe, dem VfL Osnabrück. Kann man machen. Ja, kann man machen. Also wirklich eine Kumpel-Elf mit allen zusammengespielt, beziehungsweise spielt noch zusammen. Ich finde es ganz gut, dass auch Spieler wie Jan Tauer da einen Platz gefunden hat oder Daniel Brückner, der ja noch bei Paderborn spielt. Kumbela trifft bei Braunschweig wirklich sehr, sehr gut in der dritten Liga jetzt. Ansonsten wirklich eine Mannschaft, außer ohne richtig Weltklasse-Spieler, so wie Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi. Das finde ich sehr sympathisch. Ja, finde ich auch. Ausnahme vielleicht irgendwo noch Per Mertesacker, der ja vielleicht nicht unbedingt in dieser Saison, aber sicherlich auch schon Weltklasseformat auf der Innenverteidigerposition gezeigt hat. Ansonsten, er hat sich selber aufgestellt als Spielmacher, finde ich halt auch immer ganz sympathisch. Gehört sich auch so, also ich würde mich in meiner eigenen Traumelf auch aufstellen. Von daher absolut in Ordnung. Kann man alles vertreten. Vielen Dank Timo, vielen Dank Jan, vielen Dank Björn Lindemann und natürlich ein herzliches Dankeschön an die Transfermarkt TV Zuschauer. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, tschüss. Thank you.